ist noch nicht gewonnen, Friedrich. Was hast du denn gegen Ratten da? Gegen sehr große Ratten? Ein afrikanisches Schlangengift. Ein paar Tropfen reichen, um einen Elefanten zu töten. Aber der Tod kommt langsam nach schrecklichen Krämpfen. Friedrich hat mich zum ersten Mal geküsst. Was war ganz anders als mit Max? Vor allem liebe ich ihn doch gar nicht. Wahrscheinlich wird es bei uns genauso wie bei Mama und Papa. Da hat die Liebe auch Zeit gebraucht. Aber dafür war sie umso größer. Entschuldigung. Guten Morgen, gnädiges Fräulein. Es ist wieder ein wunderschöner Tag. Soll ich die Vorhänge aufziehen? Ach Gott. Den Tee bringe ich auch gleich. Treffen? Treffen? Was ist denn? Nichts, ich räume nur ab. Na, kriegst du es noch mal hin? Versuchen kann ich's. Gegen Neues hätte ich auch nichts einzuwenden. Neuer Stil ist wahrscheinlich fällig. Na, immerhin. Wo bleibst du denn? Die Trockenpilze, die du gestern eingeweicht hast, müssen langsam mal aus dem Wasser. Bin ja schon dabei. Was soll das denn werden? Sophie wollte ihn doch nicht. Ja, vielleicht will sie ihn ja nachher essen. So, und jetzt mal ein bisschen Tempo, sonst wird das nie was mit dem Ragout. Und wenn ihr glaubt, ich krieg von eurer Totelei nichts mit, dann seid ihr schief gewickelt. Wie gesagt, hast du noch nicht heute Morgen. Ich konnte ewig nicht einschlafen. Mir ging zu viel durch den Kopf. Es ist ja auch eine Menge passiert in den letzten Tagen. Ich bin mir sicher, dass ich das Richtige getan habe. Friedrich ist ein guter Mann. Wir werden eines Tages bestimmt glücklich miteinander werden. Bestimmt. Benedikt ist übrigens gestern Abend doch noch gekommen. Wir wollen nachher zum Pfarramt das Aufgebot bestellen. Friedrich ist gleich nach unserer Verlobung hingegangen. Als Geschäftsmann bringt er solche Sachen eben schnell zum Abschluss. Ich würde Benedikt gerne begleiten. Ja, geh nur. Ein paar Stunden komme ich auch ohne dich zurecht. Außerdem dürft ihr keine Zeit verlieren, wenn wir Doppelhochzeit zusammen feiern wollen. Bis zum Valentinstag reicht das wohl gerade noch. Hm? Ist das nicht romantisch von Friedrich? Heiraten am Tag der Liebenden? Überhaupt zu heiraten. Und endlich eine eigene Familie. Es ist also soweit. Ich dachte, Marieke und ich lassen uns noch ein bisschen mehr Zeit, aber wenn alles klappt, dann heiraten wir am Dienstag. Mensch, Achim. Bei dem geht's steil bergab. Ich schenke mir schon nichts mehr aus, aber irgendjemand schiebt ihm doch wieder einen Krug zu. Ich habe gestern versucht, ihm den Kopf zu waschen. Aber er sieht einfach keine Zukunft mehr. Weder für sich noch für seine Familie. Wen wundert's in seiner Lage? Oder wüsstest du, wie er ihm Arbeit gibt?
Noch dazu in dem Zustand. Vielleicht könnten wir ein bisschen Geld sammeln für ihn. Damit er erst mal über den Winter kommt. Ich trommle die Kollegen zusammen und frag mal, was sie davon halten. Achtung, die Obrigkeit. Du weißt doch, dass solche Versammlungen verboten sind. Wenn du nicht aufpasst, landest du ganz schnell im Gefängnis. Die sind mir völlig egal, Heinrich. Es geht um Achim. Also schön. Ein paar von deinen Kollegen sind sowieso schon da. Dann bechern wir mal eben einen zusammen. Was hat das bitte schon mit einer Versammlung zu tun? Was ist denn Sensationelles passiert, dass Sie sich bei dieser Kälte hier die Beine in den Bauch stehen? Baronin? Was ist? Ich frage mich gerade, warum Sie die Zeitung nicht gemütlich bei einer Tasse Kaffee lesen. Im Warmen. Ich bin auf dem Weg in den Zigarrenclub, um Fotos Trauerfeier zu besprechen. Ich komme selbstverständlich auch dorthin. Ihr Mann war mir immer ein Vorbild. Was Sie nicht sagen. Wenn Sie Hilfe benötigen, ich stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung. Ich brauche keine Hilfe. Außerdem habe ich gute Freunde wie die Familie Ahlen, die mir im Moment sehr zur Seite steht. Der Engpass auf dem Gut ist zum Glück überstanden. Gott sei Dank. Außerdem werden dort ja bald die Hochzeitsglocken läuten. Sophie und Friedrich Hardenstein sind ja wirklich ein schönes Paar. Wünschen wir Ihnen alles Gute. Wiedersehen. Man erwartet mich. Warum nicht? Hey, der gehört Sophie. Hast du doch mitbekommen, oder? Kinder, Kinder. Es ist nur ein Keks. Ja, aber es ist nicht dein Keks. Oh, ich muss meine wirklich Augen am Hinterkopf haben. Wie kommst du darauf, dass wir ständig rumturteln? Lina hat mir erzählt, dass ihr euch geküsst habt. Ja, stimmt doch, oder? Ja, schon, ja, und, aber... Verlobt seid ihr auch. Oder nicht? Also Moment mal. Kuss ja, aber von Verlobung kann keine Rede sein. Wenn Lina das gesagt hat, dann... Gudrun, ja? Die gnädigen Herrschaften wünschen zum Tee eine Torte. Oh, Torte, dann wird Herr Hartenstein erwartet. Das stimmt. Aber auch wenn er der Einzige ist, der deine Torten so deutlich einfordert, ist er nicht der Einzige, der sich darauf freut. Spekuliert da jemand auf ein Extrastück? Das würde ich nie wagen. Wenn allerdings etwas übrig bleiben sollte. Dann. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Wie wär's zur Überbrückung mit einem Keks? Keks? Nein, danke, ich kann warten. Schön, wenn ihn sonst keiner will. Kinder, Kinder, Kinder. Hoffen wir mal, dass Unfälle wie der von Achim nach den Umbauten endlich Vergangenheit sind. Hm? Achim hilft's leider nicht mehr. Tag, Männer. Ich würde gern was mit euch besprechen. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, wie es Achim geht. Und ich finde, wir sollten uns überlegen, wie wir ihm helfen können. Er ist immerhin einer von uns. Hm? Männer, kommt doch rüber. Hm? Vorsicht, Benedikt. Wenn ihr eine große Runde macht, dann... Kann das nach einer Versammlung aussehen, ich weiß. Aber es ist wichtig. Dem das nicht passt oder zu gefährlich ist, der sollte jetzt besser gehen. Wie schon gesagt, von Hartenstein ist keine Hilfe zu erwarten. Obwohl er ja eigentlich eine Unterstützung zahlen sollte, wenn ein Arbeiter in seiner Fabrik einen Unfall hat. Willst du alles hier auf den Kopf stellen? Wir haben lange genug stillgehalten und alles mit uns machen lassen. Es ist Zeit für ein paar Veränderungen. Ich habe eine Frau und drei Kinder. Was, wenn ich wegen sowas ins Gefängnis komme? Meine Familie ist auf mich genauso angewiesen wie deine auf dich. Naja. Außerdem geht es doch genau darum. Unsere Familien brauchen Hilfe, wenn einem von uns was passiert. Und wie soll die aussehen? Ich schlage vor, jeder von uns zahlt pro Monat 5 Kreuzer in eine Kasse auf. Lass Benedikt doch erst mal ausreden. Misch dich nicht ein, Junge. Du hast damit nichts zu tun. Was sagt ihr dazu?
Benedikt, wenn ich bald kommst, friere ich hier fest. Heinrich, mach auf. Hier ist Rieke, es ist kalt. Warum hast du denn abgesperrt? Und dann hoffentlich unter besseren Bedingungen als wir. Oh, es tut mir leid, dass ich nicht bleiben kann, aber ich werde im Club erwartet. Schade eigentlich. Ich dachte, wir könnten noch ein paar Einzelheiten wegen der Hochzeit besprechen. Magda, würdest du das bitte übernehmen? Meine Schwester hat mein vollstes Vertrauen. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Gudrun. Ehrlich gesagt hat mich dein Wunsch, die Hochzeit mit deiner Zofe zusammen zu feiern, ein wenig überrascht. Rieke ist nicht nur meine Zofe, sondern vor allem meine Freundin. Etwas ungewöhnlich, nicht wahr? Die Gräfin feiert Doppelhochzeit mit einer Angestellten? Ja, eigentlich sollte Rieke Sophie an diesem Tag nach Kräften unterstützen. Aber es ist mein ausdrücklicher Wunsch und daran wird sich auch nichts ändern. Dann will ich dir diesen Wunsch auch nicht abschlagen. Notfalls stellen wir eben weiteres Personal ein. Fort. Na los, Max, worauf wartest du? Gudrun, ganz ruhig, der Arzt kommt gleich. Gudrun, ganz ruhig, ganz ruhig. Natürlich sind 5 Kreuzer pro Monat für jeden von uns eine Menge Geld. Wie lange geht denn die Versammlung hier schon? Versammlung? Benedikt, trink mit ein paar Kollegen Bier. Deshalb schließt du auch die Tür ab. Tja, da hat Rieke wohl den Nagel wieder mitten auf den Kopf getroffen. Die Männer wollen mal unter sich sein. Wenn wir fest zusammenhalten, haben wir alle was davon. Es ist unser gutes Recht. Lasst es euch durch den Kopf gehen. Wir stimmen dann später ab. Na, reden schwingen kannst du ja. Was ist denn? Schon vergessen, wir wollten zum Pfarramt. Oh, ach, stimmt. Da kommt nichts wie hin, hm? Sehr komisch. Da ist schon längst zu. Es tut mir leid. Aber es ging um Achim. Wir wollten überlegen, wie wir ihm helfen können. Es geht ihm ziemlich mies. Kannst du mir noch mal verzeihen? Gudrun, Gudrun, hörst du mich? Kann ich irgendwas für dich tun? Ein Tee vielleicht oder ein Glas Wasser? Bleibt denn die Lena? Halt durch, der Arzt muss jede Minute da sein. Gut, ich bin Sophie. Mein Gott, was hat sie denn nur? Hans. Warum? Na? Erschreckst du wieder Fußgänger? Sehr dekorativ, so ein Zigarillo. Steht nicht jeder Frau. Danke.
Mir persönlich tut es übrigens sehr leid, dass Herr Hartenstein sich gegen... Ich meine, dass ich Sie nicht mehr in unserem Haus empfangen darf. Das könnte sich schon bald wieder ändern. Noah, das glaube ich kaum. Für Valentinstag ist bereits das Aufgebot bestellt. Dann herrscht sicher große Vorfreude auf Gut Aalen. Oder gibt es irgendetwas, was die Stimmung trüben könnte? Nicht, dass ich wüsste. Wieso? Ich will nur sicher sein, dass der Vater meines Kindes gesund und wohlauf ist. Meine Hochachtung. Jede andere Frau in ihrer Situation wäre vor Eifersucht verrückt geworden. Aber Sie? Sie sind die Ruhe selbst. Eifersucht ist etwas für Kleingeister. Einen schönen Tag noch. Wünsche ich auch. So, kommen Sie doch schnell. Kommen Sie schnell. Ich bin ja schon da. Geht's lang? Oh nein, das Ragout? Gräfin? Warten Sie. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Mein Gott, sie glüht ja. Was genau ist passiert? Keine Ahnung, wir waren in der Halle und plötzlich ist sie zusammengebrochen. Ich habe vorher schon gemerkt, dass es ihr nicht gut geht. Sie war ganz blass, hatte Schweißperlen auf der Stirn und zitterte. Was hat sie gegessen? Ich brauche heißes Wasser und einen leeren Eimer. Schnell. Kommt sofort. Was ist das? Das ist ein Brechmittel. Alles, was Gudrun im Magen hat, muss so schnell wie möglich raus. Muss geflogen sein, so schnell wie Dr. Malz hier war. Im Laufen war ich schon immer gut, aber ob ich das Mittagessen rechtzeitig auf den Tisch bekomme, ist eine andere Frage. Gudruns Pilzragout ist leider verbrannt. Du übernimmst jetzt hier das Kommando. Ich glaube kaum, dass sie heute noch am Herd stehen kann. Ja, nicht. Du machst dich. Weiß der Arzt schon, was sie hat? Ich geb dir Bescheid. Hier. Wenn ich Gudrun das hier eingeflößt habe, wird sie sich heftig übergeben. Gräfin, Sie gehen jetzt vielleicht besser. Ich bleibe. Wie Sie meinen. Kommt, Sie helfen mir, sie festzuhalten. Hoch. Sie müssen alles austrinken, es hilft nichts. Alles. Gut. Sie braucht die ganze Nacht über kalte Wadenwickel, um das Fieber zu senken. Das mache ich. Das mache ich. Einer reicht. Wir können uns die Arbeit ja teilen. Ich gebe ihr dann noch einen Sud aus Birkenrinde. Das wird die Schmerzen lindern. Mhm. Guten Abend. Keiner da? Ich habe getan, was ich konnte. Aber es handelt sich eindeutig um eine schwere Versuchung. Ja, aber woher denn? Das wird sie uns schon selbst erklären müssen. Beten wir, dass sie die Nacht übersteht. Müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen? Ich kann es nicht ausschließen. Adieu, Prinzesschen. Baronin Wiethoff. Entschuldigen Sie bitte mein Eindringen. Ich wollte Sophie besuchen und die Tür stand offen. Hier geht im Moment nichts seinen normalen Gang. Es ist furchtbar. So, Köchin geht es leider gar nicht gut. Sie hat sich den Magen verdorben. Deshalb habe ich auch leider überhaupt keine Zeit für Sie. Gudrun braucht meine Hilfe. Die Köchin? Ja, wir wissen nicht, ob sie durchkommt. Tja, dann will ich nicht länger stören. Ich wünsche ihr von Herzen, dass sie wieder gesund wird. Vielen Dank, liebe Valerie. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich gehe ein bisschen raus, um frische Luft zu schnappen. Wenn Sie mich brauchen, ich bin sofort wieder da. Danke, Herr Hartenstein. Tja, Doktor, bitte, kann ich Ihnen irgendwas zum Trinken anbieten? Gern. Baronin Wiethoff. Was zum Teufel tust du hier? Das zum Teufel geht dich überhaupt nichts an. Ich warne dich. Ich weiß, was du vorhast. Warum fragst du dann? Weil ich nicht möchte, dass du mir bei meiner Hochzeit in die Quere kommst. Gott, wie billig. Herr Neureich kauft sich die verarmte Adlige. Ich
Ich würde eher sagen, ich habe ein vertrocknetes Mauerblümchen gegen eine erblühende Rose eingetauscht. Sieh es endlich ein. Deine Zeit ist abgelaufen. Und solltest du irgendetwas gegen Sophie und mich im Schilde führen, dann sorge ich dafür, dass du schneller in der Gosse landest, als du bis drei zählen kannst. Glaubst du im Ernst, ich bin noch immer an einem Wurm wie dir interessiert? Oh ja, das glaube ich. Genau wie alle anderen Dirnen auch. Tja, mit Dirnen kennst du dich sicher aus. Wie alle Schlappschwänze. Der Herr Doktor hat sofort dafür gesorgt, dass Gudrun nichts mehr im Magen hat. Also was ihr Probleme bereiten könnte. Oh, die Ärmste. Dann glaubt er also, sie hat etwas Schlechtes gegessen. Ich fürchte ja. Wie konnte so etwas passieren? Gudrun ist doch die Erste, die merken sollte, wenn Lebensmittel verdorben sind. Mir ist das Ganze auch unbegreiflich. Vor allem, es gibt in unserer Küche keine verdorbenen Lebensmittel. Schon gar nicht jetzt im Winter. Sieh sicherheitshalber trotzdem noch mal nach. Nicht, dass uns allen das gleiche Schicksal ereilt. Sehr wohl. Sie hat das Fieber noch nicht nachgelassen. Danke. Ich hol frisches Wasser. Nicht nötig, hier kommt schon welches. Gib her. Oh, ist das kalt? Ich habe Schnee reingepackt. Ist doch gut bei Gudruns Fieber, oder? Auf jeden Fall. Danke. Soll ich Sie nicht doch endlich ablösen, gnädiges Fräulein? Ich bleib, bis es Gudrun wieder besser geht. Wenn sie nicht wieder gesund wird, dann... Sie wird wieder gesund. Da bin ich ganz sicher. Mach dir keine Sorgen. Die Fotografie, die ich ihm geschenkt habe. Ich habe selbst gesehen, er trägt sie bei sich. Hat er mal irgendwann irgendwas erzählt, dass ich ihm vielleicht doch nicht so gleichgültig bin? Kann ich immer was zwischenlagern, Leute? Ich hol's auch später wieder ab. Wie, was denn? Die Polizei ist hinter dir her. Ich finde es wirklich schön, wie du dich für die anderen einsetzt. Und Achim kann froh sein, dass er so einen Freund hat. Das heißt, du bist einverstanden? Ich bin mit gar nichts mehr einverstanden.